Sie können auf der einen Seite eine Inspiration sein, weil postkoloniale Theorien uns Theologinnen und Theologen darauf aufmerksam machen, wo wir selbst sozusagen mit bestimmten theologischen Motiven, mit bestimmten theologischen Gehalten durchaus auch verstrickt sind in hegemoniale Diskurse bzw. Theologie auch einen Beitrag geleistet hat, teilweise vielleicht auch immer noch leistet, eine bestimmte Form von Theologie als Legitimationsinstanz für bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, Herrschaftsformen. Und darauf machen postkoloniale Theorien, denke ich, in ihrer besonderen Art und Weise aufmerksam. Also sie laden uns ein, fordern uns auf, sich selbstkritisch mit unserer eigenen Denkform oder Denkformen und Traditionen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auf die Folgen unseres Tuns zu schauen. Das haben andere Theologien auch schon gemacht, neue politische Theologien, nenne ich jetzt mal Befreiungstheologie, feministische Theologien. Aber die postkolonialen Theorien bringen eben nochmal einen besonderen Akzent mit ins Spiel in diesem Insistieren auf das Thema Kolonialismus, Imperialismus, ja jetzt ganz neu natürlich auch wieder globalisierte kapitalistische Verhältnisse. Und das ist etwas, das ich sag mal, im positiven Sinn mit Theologie etwas macht. Das erste Moment, das ich kritisch sehe, ist die sehr pauschale Rede, die auch vom poststrukturalistischen Rezeptionen beeinflusst ist, vom souveränen Subjekt und des Fordern des dezentrierten Subjekts. Auch die Skepsis gegenüber bestimmten freiheitstheoretischen Entwürfen oder Annahmen, das halte ich für ziemlich problematisch, weil ich habe das so formuliert, ich glaube, dass dann die Theorien eigentlich an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, weil die Inanspruchnahme von Freiheit qua Handlungsmacht eigentlich die Möglichkeitsbedingung dafür ist, so etwas wie Transformation oder Veränderung denken zu können. Und das ist ja ein Impetus durchaus auch dieser Theorien. Und wenn sie sich dann der Möglichkeitsbedingungen der Begründung sozusagen dieses transformierenden Handelns berauben, sehe ich da tatsächlich ein Theoriedefizit, ähnlich mit dem Subjektbegriff. Ich glaube, da wird immer noch, wie schon im Poststrukturalismus, verwechselt Substanz und Subjekt. Also es wird Essentialismus gewittert, es wird gegen essentialistische oder substanzontologische Vorannahmen argumentiert, zu Recht. Das trifft aber nicht unbedingt den Subjektbegriff, weil der ist in seiner Genese nicht deckungsgleich mit dem Begriff einer Essenz oder Substanz. Das sieht man schon in den transzendentalen Argumentationsfiguren bei Kant. Da sehe ich zum Beispiel auch ein Defizit. Ein drittes, ganz entscheidendes Defizit ist für mich die Auseinandersetzung mit universalen Geltungsansprüchen, also die sehr plane Infragestellung der Universalitätskategorie. Und da behaupte ich, dass sich diese Theorien, wenn man das so durchziehen würde, ständig in performative Selbstwidersprüche verwickeln, weil sie ja selber für ihre eigenen Annahmen durchaus auch, so würde ich behaupten, universale Geltung in Anspruch nehmen würden. Sonst müssten sie es ja nicht so forciert formulieren. Also zum Beispiel die Anerkennung des Anderen, das Streiten für die Rechte des Individuellen, das ist ja eine Forderung, die wiederum mit Geltungsansprüchen verbunden ist. Und wenn man dann plan sagt, aber Universalität ist eine gewaltförmige Kategorie, dann ist mir das zu ungenau, zu undifferenziert und zu pauschal. Also das sehe ich Probleme. Also ich habe ja drei Punkte erwähnt. Ich habe gesagt, phänomenologisch wird man eine pluralistische Position vertreten können. Das heißt, tatsächlich Religionen sind vom phänomenologischen Standpunkt aus betrachtet gleich und nicht nur gleichwertig, aufgrund einer bestimmten formalen Struktur, die mit Religion verknüpft ist. Den Inklusivismus verbinde ich eigentlich eher also sozusagen mit einer epistemologischen Frage, also wiederum mit dem Problem der universalen Geltungsansprüche, dass religiöse Überzeugungen mit universalen Geltungsansprüchen verbunden sind, steht für mich außer Frage. Und zwar deswegen, weil religiöse Überzeugungen sozusagen auf Letztheit-Kategorien setzen, also letzte Gedanken, letzte Fragen und sich letztendlich durch den Bezug auf Unbedingtes bestimmen. Und man würde sich, glaube ich, in die Tasche lügen, wenn man behaupten würde, das geht eben nicht mit universalen Geltungsansprüchen einher. Dann ist aber die Frage, wie gehe ich mit diesen Geltungsansprüchen um? Und zwar eben nicht plan-inklusivistisch zu sagen, ja super, wir sind sozusagen, wir sind die wahre Religion und dann kommt mal alle zu uns. Also ihr habt da zwar auch Wahrheitsanteile und da ist dann aber bei uns das, also quasi superioristisch formuliert, dann der Vollbesitz der Wahrheit. Der erste Schritt zur Depotenzierung wird sein, sich erstmal darüber zu versichern,
dass religiöse Überzeugungen keine Wissensüberzeugungen sind, dass also religiöse Überzeugungen nicht mit Wissen verbunden sind, sondern mit der Einstellung Glauben. Die Prädikate, die in religiösen Urteilen zum Zuge kommen, sind nicht wahr, falsch, was mit Wissensüberzeugungen zu tun hat, sondern Prädikate, die im Kontext der praktischen Vernunft verortet werden, weil Religion eben als was ist, auf die Frage, was darf ich hoffen, antwortet und nicht, was kann ich wissen. Das wäre ein erster Schritt, weil dann haben wir es eben nicht mehr mit wahren oder falschen Überzeugungen zu tun. Und der zweite Schritt der Depotenzierung ist zu sagen, okay, universale Geltungsansprüche, die werden aber von jeder Seite reziprok vertreten. Also ich kann für meine Überzeugung universale Geltungsansprüche formulieren, die andere, sozusagen der Gesprächspartner, wird es für seine Position auch tun. Und die sind dann sozusagen vice versa. Und es gibt dann sozusagen die ethische Anforderung, sich in seinen wechselseitigen, nicht einfach in seinen wechselseitigen Überzeugungen zu achten und anzuerkennen, sondern auch zu achten und anzuerkennen, dass diese jeweiligen Überzeugungen durchaus auch mit Geltungsansprüchen universaler Art verknüpft sein können und dürfen. Und wenn ich sozusagen das anerkenne, dann ist es sozusagen auch schon depotenziert, weil ich dann damit auch anerkenne, dass ich mich im permanenten, in Anführungszeichen, Konkurrenzverhältnis mit anderen Sinn- und Lebensdeutungen befinde. Und das sind für mich zwei entscheidende Punkte, sozusagen den Inklusivismus zu depotenzieren. Also über die Frage der Anerkennung und Anerkennungsverhältnisse und über die epistemologische Frage der Bestimmung von religiösen Überzeugungen. Ich glaube, es gibt dieses Moment des blinden Flecks, ich nenne es mal so. Und der blinde Fleck ist tatsächlich derjenigen gegenüber, insbesondere glaube ich, nicht einfach nur indigenen Traditionen, sondern insbesondere afrikanischen Traditionen. Ich glaube, dass wir gerade im katholischen Setting, würde ich sagen, einen großen offenen Blick haben für Lateinamerika. Das hat mit der Befreiungstheologie zu tun. Aber gerade wenn es um den afrikanischen Kontext geht, da ist dann immer noch so ein starker blinder Fleck bis hin zum Gefälle. Und da müssten wir uns, glaube ich, sehr, sehr selbstkritisch fragen, inwiefern kommen diese Traditionen bei uns in einer europäischen Form von Theologie überhaupt vor. Jetzt auch nicht im Sinn, ich muss das jetzt nicht alles toll finden, übereinstimmen, aber zumindest auch als Gesprächspartner, Partnerin in mein Denken sozusagen wahrzunehmen, anzunehmen, zu integrieren, sozusagen etwas, dass da überhaupt dann auch theologisch etwas geschieht. Und ich glaube, das ist noch immer eine ganz große Baustelle und ein ganz großer blinder Fleck.